Zwergenfrust niest. Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. 24. Dezember 1935. Nordpol. Meine lieben Kinder, auf ein neues. Die Zeit bis Weihnachten scheint mit jedem Jahr kürzer zu werden. Immer fast gleich und doch immer wieder was anderes. Keine Tinte diesmal und kein Wasser, also auch keine bunten Bilder. Außerdem sehr kalte Hände, daher sehr wackeliger Stift. Letztes Jahr war es sehr warm. In diesem Jahr ist es furchtbar kalt. Schnee, 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 Schnee und Eis. Wir sind ganz unter Schnee begraben. Einige meiner Boten haben sich verirrt und sind statt in Schottland auf einmal in Neuschottland angekommen. Falls ihr wisst, wo das ist, und Polarbär, falls ihr wisst, wer das ist, hat nicht mal nach Hause gefunden. Das ist ein Bild meines Hauses von voriger Woche. Da hatten wir die Rentierschuppen noch nicht freigeschaufelt. Wir mussten einen Tunnel bis zur Haustür anlegen. Oben leuchten aus Schneelöchern nur drei Fenster heraus. Aber ihr könnt es dampfen sehen, wo von Kuppel und Dach der Schnee abschmilzt. Und das ist der Blick aus meinem Schlafzimmerfenster. Natürlich ist fallender Schnee nicht blau, aber blau ist kalt. Jetzt versteht ihr sicher, warum eure Briefe so lange unterwegs waren. Hoffentlich sind alle eingetroffen und ihr bekommt die richtigen Sachen. Armer alter Polarbär, an ihn erinnert ihr euch doch sicher noch. Er musste letzte Woche los, kurz nachdem es angefangen hat zu schneien. Seine Familie hat irgendwelche Schwierigkeiten und Paxu und Waldkutuka werden krank. Um andere Leute kann er sich gut kümmern, nur um sich selber nicht. Aber über Eis und Schnee ist es wohl ein fürchterlich weiter Weg nach Nordgrönland. Und als er endlich dort war, konnte er nicht mehr zurück. Mit der Arbeit komme ich kaum nach. Und zu allem Unglück sind auch noch die Ställe und die Lagerschuppen völlig eingeschneit. Ich musste eine ganze Anzahl roter Elbchen bitten, mir zu helfen. Sie sind sehr nett und wirklich lustig, aber obwohl sie sehr flink sind, kommen sie mit der Arbeit nur langsam voran, weil sie aus allem ein Spiel machen, sogar aus dem Schneeschaufeln. Und sie spielen immer mit den Sachen, die sie eigentlich einpacken sollten. PB, falls ihr euch an ihn erinnert, ist erst am Freitag, dem 13. Dezember, zurückgekommen. Und so wurde das auch ein Glückstag für mich. Sogar er musste einen Mantel aus Schaffell und über den Tatzen rote Fäustlinge tragen. Außerdem hatte er eine Kapuze und rote Handschuhe. Er ist der Meinung, dass er wie der heilige Antonius aussieht. Aber natürlich stimmt das nicht. Jedenfalls transportiert er Sachen in seiner Kapuze. Er hat seinen Schwamm und seine Seife darin nach Hause getragen. Er sagt, dass mit den Kobolden noch nicht fertig sind. Trotz der Kämpfe im Jahr 1933 noch wagen sie sich nicht auf mein Land, aber aus irgendeinem Grund pflanzen sie sich wieder fort und es werden überall in der Welt immer mehr. Eine üble Seuche. In England gibt es zwar nicht so viele, sagt Polarbär, aber ich bin darauf gefasst, dass ich bald wieder Ärger mit ihnen bekomme. Meine Elbchen habe ich mit magischen Funkensprühsperren ausgerüstet. Da wird ihnen schon Hören und Sehen vergehen.
Jetzt ist der 24. September und dieses Jahr sind sie nicht aufgetaucht. Und so gut wie alles ist gepackt und bereit. Ich werde mich bald auf den Weg machen. Dir und allen anderen, John, Michael und Christopher und Prishna, alles Liebe und die besten Wünsche für Weihnachten. Gute Wünsche in Hülle und Fülle. Gebt ein paar weiter, wenn ihr nicht alle behalten wollt. Wenn ihr nicht alle behalten wollt. Polarbär, falls ihr nicht wisst, was PB bedeutet, lässt herzlich grüßen. Auch die Bingos und Orange Teddy und Jubilee. Oh ja, sogar bei dichtem Schnee erfahre ich viele Neuigkeiten. Meine Boten werden bis Neujahr unterwegs sein, falls ihr mir schreiben wollt, dass alles in Ordnung war. Hoffentlich gefällt euch das Märchenspiel. Euer euch liebender Weihnachtsmann. PS, Paxu und Valkutuka geht es wieder gut. Es war nur Mumps. Am Stephanstag feiern wir ein großes Fest mit den Kindern. Der Polarbären und Hünenbären, der Schneemänner und Elbchen und all jenen anderen. Da werden sie auch dabei sein. Dann hoffe ich mal, euch hat diese kleine Geschichte, ein weiterer Brief vom Weihnachtsmann gefallen. Zeigt es mir mit einer entsprechenden Bewertung unter diesem Video. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich morgen in einem weiteren Adventskalender-Türchen wieder. Bis dahin, man sieht sich. Ciao, ciao.